So, hallo meine liebe I Love with InDesign. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es gerade wieder falsch gemacht. Es tut mir auch schon mal voll leid für das scheiß Licht hier drin im Bad, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich habe gerade gesehen, dass du einen Contest machst und ich will da mitmachen. Und deshalb zeichne ich dir jetzt ab und zu mal ein paar davon mit ein. Ich hoffe, es gefällt dir. Viel, viel Spaß dabei bei deinem kranken Tutorial. Hello! Hallo! Viel Spaß, bye bye! Also dann, als erstes tragen wir natürlich einen wunderbaren Lidschatten auf. Der sieht, Moment, wir müssen erstmal swatchen. Das ist ein wunderschönes, swatch doch mal. Das ist ein wunderschönes Dunkelblau von M&Y. M&Y. So, und ich werde jetzt von meinem Tops-Visagisten hier übrigens geschminkt. So, bitte tragen Sie die wundervolle Farbe jetzt bitte mit auf das Augenlid. Geben wir das Ganze auf das Augenlid, auf das bewegliche Augenlid und streichen immer wieder mit dem fluffigen Finger in die Lidfalte. In die Lidfalte. Ach ne, ihr nehmt immer Pinsel zu, gell? Ah ja, wir nehmen immer Pinsel zu. Willst du einen Pinsel haben, Ich hab schon einen. Okay, nachdem wir jetzt diese wunderschöne Farbe auf unser Das reicht noch auf unser Augenlid und die umherliegende Umgebung aufgetragen haben, wechseln wir natürlich zu was für einer Partie, mein Schatz? Auge. Auge, Wangenpartie. Wir müssen noch mal ein anderes Auge schminken, mein Ja, das Schatz. mache ich gleich. Du kriegst voll den Lady Gaga-Style. Pass auf. Ich werde voll die Lady Gaga. Schatz, du musst jetzt mit einer anderen Ach Farbe so, ach jetzt so. mal weitermachen, weil wir müssen ja noch ein bisschen verblenden. Das ist natürlich ganz Brauch wichtig. Silber. Ich würde das immer mit einem ganz Ich brauch Silber. Silber. Ich brauch dann nehmen wir Silber. das, der ist ein bisschen kaputt, ist egal. Also, wir müssen natürlich einen etwas helleren Lidschatten natürlich nehmen, um das den ganzen Kontrast natürlich besser hinzukriegen. Deshalb, Nee, ich hab Achtung, schon, ich hab schon. deshalb würde ich euch empfehlen, einen ganz hellen Highlighter-Lidschatten zu nehmen. Und den nehmt ihr mit eurem fluffigsten Pinsel auf. Like Chuck Norris. Und wie heißt dieses blöde Kind, was so einen Kratzer davor hat? Chucky. Chucky Puppe da oder wie sie heißt. So. So, warte, ich bin. Ja, zum Schluss highlighten wir natürlich auf der Nase und über der Augenbraue. Und Jetzt brauche ich wenn einen. wir das jetzt nun so schön gemacht haben, Brauche ich einen Fan. nehmen wir unseren ersten Pinsel natürlich und verblenden natürlich alles ganz schön, natürlich kreuz und quer, wie wir das gewohnt sind. Das Ganze soll ja auch wunderbar aussehen und echt wunderschön, meine Lieben. Also das ist echt ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. So, und wenn wir jetzt fast mit diesem Auge, mit dieser Farbenkombination fertig sind, nehmen wir uns einen Kajalstift. Und zeichnen uns. Darf's reden jetzt? Es geht nicht. Und Doch. zeichnen uns eine wunderschöne, wie sagt man, Stern? Lidfalte. Wir zeichnen uns einen Stern ums Auge rum. Beziehungsweise natürlich einen wunderbaren, ganz genialen Stern? Lidstrich. Stern? Stern. Was da was? Und damit das Ganze natürlich auch noch viel, 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 viel besser ist, nehmen wir uns noch einen Augenbrauenstift. Genau, du kannst Das Ganze malen wir natürlich über der Augenbraue an. Hey, das ist mein Job, ja. Das ist mein Nein! Arbeitslos hier, komm. Moment, ich bin auch mal dran. Ich muss meinen tollen Abonnenten auch mal was zeigen, ja? Also wir gehen natürlich den wohlergenormten Augenbrauen entgegen. Und lassen das Ganze so schön betonen, ja. Dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Seite. Und wartet mal, ich mache mal gerade meine Augen zu. Warte. Also war schon dabei. So, und jetzt machen wir aller Ernies Freund Bert Style ein wunderschönes Katzenauge, wie ich es finde.
Ja, zeichnen unseren Stern natürlich immer wieder nach. Das ist ganz wichtig für den Kontrast. Das ist einfach sehr, 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 sehr wichtig. Das ist einfach wichtig, oh mein Gott, ja. Und dann begeben wir uns erstmal in einen lilanen Ton, der von Essence. Und nehmen dafür wieder unseren fluffigsten Finger. Und geben das auf unser gesamtes Auge. Damit wir einen wunderschönen Kontrast zum anderen Auge natürlich erhalten. Und highlighten diesen natürlich auch wieder aus mit einem wunderschönen Lidschatten. Ich finde ihn sowas von genial. Und damit wir einen dramatischen Smoky Eyes Effekt bekommen, nehme ich jetzt einen kaputten Lidschatten von irgendeinem Element Girl. Scheißen Lidschatten. Und jetzt konturieren wir damit unser Gesicht. Einfach das Fischgesicht machen. So. Konturieren. Und damit erhalten die Leute unter uns, die etwas pummeliger sind und etwas dicker im Gesicht, schmalere Wangen. Seht ihr, wie schmal ich auf einmal bin? Das ist wunderbar. Wir können natürlich auch noch die Nase highlighten. Wir highlighten unsere Nase, das ist ganz, ganz wichtig. Hier Kinn natürlich auch, das muss mit dabei sein. Genauso könnt ihr über die Stirn eben gehen. Bist du jetzt Bergarbeiter? Nein, Schatz, das ist der neueste Look. Und unseren Lippenstift tragen wir in was für einer Farbe auf, Schatz? Von was ist dieser Lippenstift? Rot. Rot. Rival de Loop. Behält es nur im Rossmann. Und? Damit tragen wir jetzt bitte die Lippen auf. Oh ja. Oh Baby, das ist eine sehr gute Farbe. Spitz, ja, genau. Also das ist, wie ihr seht, ein wunderhübsches, ich weiß gar nicht, ob ihr es seht in diesem Scheiß, ich muss mal ganz, seht ihr dieses wunderschöne, ich habe kein Tageslicht, Mann, Lange, ey, was ist, oh, das geht gar nicht, hier, was für ein geiles Rot, ist das nicht geil, Leute, ist das nicht geil, so, jetzt befinden wir uns wieder im Badezimmer, dem Ursprungsort natürlich, und tragen weiter den wunderschönen Lippenstift auf. Oh, der so sinnlich rot ist, also das beste Rot auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Hast du schon mal Batman gesehen? Ja. Kennst du den Joker? Natürlich. Und damit wir jetzt natürlich auf unsere Apfelbäckchen noch ein bisschen Farbe bekommen, meine Lieben, ich bin immer noch da, benutzen wir einen wunderschönen Blush. Dazu nehmen wir unseren ganz, 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 ganz tollen Moonlight-Pinsel aus der L.E. und pudern so richtig schön unsere Apfelbäckchen mit voll. Denn das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr einen rosanen, schönen, erfrischenden Look bekommt. Und natürlich, lacht doch nicht, es ist mein Ernst hier, hallo, das ist ein ganz seriöses Video. Damit wir ein schönes Rot auf unsere Wangen bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig, um sehr frisch und wach geküsst auszusehen. Mein Freund lacht sich gerade den Arsch ab. Aber jetzt haben wir ja noch Unreinheiten und da wir wissen, dass grüner Concealer ja dafür... Du bist voll aus der Mode, der Schönheitsfleck fehlt noch. Oh, danke, mein Schatz. Und damit wir jetzt natürlich, wie ihr alle wissen, dass ein grüner Concealer natürlich dafür sorgt, Rötungen abzudecken, benutze ich jetzt von der P2 Palette dieses grüne... rot wollte ich sagen. Dieses grüne... Gedöns hier und versuchen hier zum Beispiel so große rote Stellen abzudecken, ja? Das ist ein ganz toller Kontrast dazu, eben jetzt nicht mehr rot zu sein im Gesicht. Das Ganze können wir auch, wenn ihr gerötete Augenlider habt, natürlich auf die Augen und auch unter dem Auge verwenden. Das eignet sich super gut dazu. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Wir nehmen einen Gel-Eyeliner in Schwarz von Alverde. Und jetzt werde ich euch etwas damit zeichnen. Wir nehmen einen abgeschrägten Pinsel, tunken hier ganz leucht rein und fangen an, uns einen Lidstrich zu ziehen. Der geht in etwa so. So ziehen wir uns den Lidstrich und malen das aus. Wir sind natürlich ganz sexy dabei. So. Hier ein wunderschönes Katzenauge geformt, bis zum Haaransatz, damit wir diese Tiefe einfach reinbekommen. Und natürlich den unteren Strich nicht vergessen,
damit wir auch den richtig geilen Emo-Look mit hinbekommen. Das solltet ihr nie vergessen, der Emo-Look rocks. Schön hier ein ägyptisches Katzenauge ziehen, indem ihr einfach bis zur Nase nach vorne euren Winkel zieht. So. Jetzt sehen wir aus wie meine Maus Atari, das ist wunderbar. Und mein Schatz, was sagst du bis jetzt zu diesem Look? Findest du ihn nicht einfach grandios? Grandios, oder? Sehr grandios! Grandios, grandios. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich auch noch fixieren mit unserem P2 Gesichtsfixing Spray. So sieht das Ganze nämlich aus und das geben wir einfach auf unser komplettes Gesicht, um das Ganze zu fixieren. Das Ganze riecht übrigens sehr angenehm, sehr floral und wirklich kaum zu riechen. Oh mein Gott. Und um jetzt euer Auge natürlich nicht so schwarz zu erscheinen zu lassen, geben wir noch einen weißen Kajal auf die Wasserlinie, damit euer Auge automatisch auch noch geöffnet ist. So, jetzt ist das Auge automatisch geöffnet. Und jetzt malt mein Schatz den Lip Liner natürlich nach. Wer malt hier? Was momentan nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Aber das macht nichts. Wir nehmen uns jetzt noch so ein schönes Hellblau von Essence. Ich nehme mir mal einen anderen. So. Ganz wichtig, super pigmentiert, wie man sieht. Ganz toll. Und geben das zum Schluss als Highlight auf unsere Lippen. Oh, sieht das nicht heiß aus, meine Lieben? Sieht das nicht heiß aus? So, ich würde sagen, wir sind fertig. Oder? Nein, sind wir natürlich nicht. Ich benutze natürlich noch Mascara. Die beste Mascara, die es übrigens gibt von P2. Sie ist waterproof. Oh. Und damit tuschen wir unsere Wimpern, damit ein ganz großes Volumen entsteht und wir einen ganz dramatischen Effekt erhalten. So, seht ihr dieses Volumen? Natürlich auch unten die Wimpern nicht vergessen. Das ist sehr, sehr wichtig. Schatz, wie heißen eigentlich diese Leute, die sich so verkleiden und Musik machen? Heißen die Slipknot? Heißen die so? Sind das die? Ich glaube, du meinst Idioten. Idioten. So könnte man sie natürlich auch nennen. Also ganz viel Wimperntusche. Seht ihr dieses Volumen? Guckt mal bis hier oben hin, das Volumen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Du musst jetzt die Haare aufmachen. So, und jetzt für den ultimativen Look braucht man natürlich auch noch die passende Frisur. Haargummi auf, Achtung. Oh mein Gott! Ach. Seht ihr diesen dramatischen Look? Das ist die aktuellste Frisur. Und um das Ganze auch zu fixieren, benutzen wir hier natürlich wieder unser Gesichtsspray. Und dann nehmen wir uns die erste Haarsträhne, machen da eine kleine Ladung, wirklich nur eine ganz kleine Ladung. Es muss echt nicht viel sein. An Haarspray. Wir nutzen unseren tollen Toupierkamm und fangen an zu toupieren. So, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Seht ihr das? Ohne Scheiß, du siehst aus wie Amy Winehouse. Das ist so geil. Leute, das Spray ist der Hammer. Das ist mein Look für dich, um beim Contest mitmachen zu dürfen. Ich hoffe, dir gefällt mein Amy Winehouse Look. Ich zeige euch es nochmal im Nahen. Die Lady Gaga, ja. Katzenauge, ägyptisches Auge, Konturierung mit dem besten Bronzing Powder, was ich kenne. Mega Wimperntusche, ganz tolle Augenbrauen, ganz tolle Lippen. Lecker. Mein Schönheitsfleck nicht zu, seht ihn euch einfach an. Ich habe
Liebe, mein Amy Winehouse, Schrägstrich Lady Gaga Look, hat dich jetzt sowas von umgehauen. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, ich habe gute Chancen, bei dir anzukommen. Adios, mon amigos.